Hi, ich bin Moni und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Newsflash in diesem Semester. LipDub in Göttingen. Einige Unis haben es schon gemacht. Nun wollen wir das in Göttingen auch tun. LipDub-Videos sind in aller Munde, wie dieses Beispiel aus Groningen zeigt. Ihr wollt helfen, dieses Projekt auch in Göttingen zu verwirklichen? Dann meldet euch an. Das Formular findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Neuer Asta im Amt. Das Studierendenparlament hat auf seiner konstituierenden Sitzung Ende Februar einen neuen Asta gewählt. Dieser wird von einer Koalition aus ADF, RCDS und den unabhängigen Medizinern unterstützt. Elena Hamaut von der ADF wurde zur neuen Asta-Vorsitzenden gewählt. ASTA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. Er verkörpert quasi die Regierung der Studierenden und wird jedes Jahr nach der Wahl eines Studierendenparlaments von diesem neu bestimmt. Europawahlen. Am 25. Mai wird ein neues Europaparlament gewählt. 766 Abgeordnete aus den 28 Mitgliedstaaten sollen die kommenden 5 Jahre über Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse entscheiden. Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments wurden in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Es bestimmt inzwischen maßgeblich mit über die Zusammensetzung der EU-Kommission. Als aussichtsreiche Kandidaten für den künftigen Kommissionsvorsitz gelten der Luxemburger Christdemokrat Jean-Claude Juncker und der Sozialdemokrat Martin Schulz aus Deutschland. Oberbürgermeisterwahl in Göttingen. Parallel zu den Europawahlen am 25. Mai findet in Göttingen die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters statt. 5 Kandidaten stellen sich zur Wahl. Der derzeitige Oberbürgermeister Wolfgang Mayer von der SPD tritt nicht mehr an. Ideenwettbewerb 2014. Der diesjährige Ideenwettbewerb steht ganz unter dem Motto Mobil studieren. Gesucht werden Ideen, wie das Studium angesichts der wachsenden Möglichkeiten mobiler Kommunikation künftig ausgestaltet werden kann. Bis zum 30. Mai können Vorschläge dazu eingesandt werden. Weitere Infos findet ihr unter diesem Link. Das war's für diesen Newsflash. Wir wünschen euch einen sonnigen Start ins neue Semester und viel Erfolg!